So. Was sagst du? A note written in blood. The juggler in Margo's castle strengthened his guard when attacked. Beware. Okay. Und dann auf zu Margo's Castle. Hallo. This can only be. Ja, was kann das bloß sein? Okay. Das kann nur Margus Castle sein. Ja, sieht schon ziemlich düster aus. Mal schauen, was mich hier drin erwartet. Hallo. Leute erwarten mich hier. Aber was sagen die? Wanna play? Wanna play? Hahaha. Ha, ha. Okay. So. Okay, hier war schon mal nichts. Aber man muss hier lang. Sonst kann man nicht weiter. Das gleiche muss ich halt nur beim rechten Flügel noch machen. So. Oh, Treasure. 4 Gollums auf einmal. Ja, das ist Lukas Vater. Das ist Princess Lini? Nadja? Keine Ahnung. Kronos Mom. Aber natürlich sind das ja alles nur Illusionen oder Täuschung halt. Also nichts wie raus hier. Und schon kommt was anderes. Das sieht wie Ozzy aus. Ozzy. Welcome, Glenn, or should I say Sir Froggy? Muha. Say, looks like you got some replacements for Cyrus. Margus is a tad busy right now. You'll have to take up your business with me, the swordsman slash and flee the magician, and... Monster! Und zwar sehr viele. 100 Stück. 100 Mal Spaß auf einmal. So, und jetzt wollen wir gleich mal schauen, wie effektiv Lightning 2 ist. Und damit hat sich die Sache für Chrono erledigt. Und ich verbrauche kaum MP. Dance, dance for tonight, our leader is to be born. Kämpfen! Ah, here comes the sacrifice. So, ich weiß, dass Magie diesem Omnicron nichts anhaben kann, aber erstmal muss ich ja um den Kleinkram kümmern. Bevor der Big Boss dran ist. Ist ja noch nicht mal ein Big Boss, ist einfach nur ein kacknormaler Gegner, der einfach gegen Magie immun ist. So, hallo. Put me out of my misery. Only a moron would try to kill something that's already dead. Dann müsste ich also ein Moron sein. Go, go, go. 1, 2, 3, 4. Ein Schlag müsste reichen. Und tschüss. Denn wenn Froggy noch die Hero Medal ausgeschüttet hat, kommen fast immer nur Glückstreffer mit der Masamune. Also in Kombination mit der Masamune. Please help. Ich werde euren Seelen ewige Ruhe verschaffen. Ja. 2, 3, 4 und 5.
How did you get past my cadaver pals? Ja, der ist cool. Slash. Oder wie Froggy sagen würde, Sir Slash. Diese Fledermaus. That's Slash, you slimy dolt. Still playing the comedian, eh, Glenn? You'd be singing a different tune if Cyrus hadn't been there with you last time. You'd have fit right in with those bony fellows you just busted up. Okay. Was mach ich denn hier? Das war nicht so geplant. Ich war ein bisschen langsam. Und Froggy könnte ruhig mal seinen Glückstreffer starten, anstatt mit so Pipi-Attacken auf ihn zuzugehen. Vor allem diese Phase ist ja noch ziemlich arm. Ach, ich greife einfach mit allen normal an. Nicht normal angreifen, hallo? Ja. Siehst du, selbst Luca greift mit sehr guten Attacken an. Soll ich ihn gleich heilen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich heile ihn gleich. Aber nicht mit einem Zauber, sondern mit einem Gegenstand. Ja. So lobe ich mir das. Ja. Whoops. Gewonnen. Nein, doch nicht. Now let's get to business. This is going to be to do me a world of good. Ja. Das Schwert will ich haben und das Schwert ist auch sehr gut. Slash! Die Attacke kann ich auch. Du hast nichts drauf, Mann. Yes. Und nochmal. Schneller, ich muss diesen Teil... Nein, ich muss diesen Kampf noch in einen Teil bekommen. Das wäre ziemlich ärgerlich, wenn ich schneiden müsste. Attacke, Jungs! Und Mädels! Wow. Ja, ich heil dich gleich, keine Angst. Okay, hier. Ein sehr guter Zauber. Denn es werden alle gleichzeitig geheilt. Zwar nicht sehr viel, aber es ist immerhin etwas. Oh, das wird knapp. Ich habe keine Zeit mehr. Hui. Soll ich Chrono noch mal heilen? Ja, definitiv. Schneller. Oh. Luca hat noch am meisten Energie, das finde ich witzig. Das ist nicht gut, dass er so nah da steht. Das müsste es gewesen sein. Immer noch nicht. Yes, indeed. Da haben wir es wieder. Und zieht gar nicht mal wenig ab.
Oh, Crono stirbt gleich. Okay, ein letzter Risikoangriff. Oh oh, nein, er ist tot. habe ich hier irgendwo Revive? Ja. Ah, ich bin schon über der Zeit. Was mache ich denn jetzt? Ich muss irgendwas rausschneiden. Jetzt haben sie gewonnen. Toll. Unbelievable, but falling in the line of duty for Marcus leaves me with few regrets. Few regrets. Doof. Slasher. Okay, Pause.